Jo, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal MMA Treffpunkt. Schön, dass du hier bist. Heutige Folge: Islam Makhachev. Er ist 2014 der UFC Leichtgewichtklasse beigetreten und hat sich mit den Jahren seinen Ruf aufgebaut. Mit 21 Siegen und nur einer Niederlage besteht kein Zweifel daran, dass Islam Makhachev ein außergewöhnlicher Kämpfer ist. Seit 2. November 2021 ist er auf der UFC Top-Weltrangliste gelistet und steht mittlerweile auf Platz 4. Hier ist eine Liste von Dingen, die du über Islam Makhachev nicht wusstest. Islam ist in dieselbe Schule gegangen wie Khabib Nurmagomedov. Islam Makhachev und Khabib Nurmagomedov haben eine sehr lange Vorgeschichte. Sie kommen beide aus derselben Stadt Mahatschkala, die gleichzeitig die Hauptstadt und die größte Stadt in der Republik Dagestan ist. Schon von klein auf ist Islam dem Training von Khabib unter der Führung seines Vaters Abdulmanap Nurmagomedov beigetreten und trainiert jetzt in der American Kickbox Academy, wo unter anderem Ex-UFC-Champion und Hall of Famer Daniel Cormier einer der Coaches ist. Alle haben Angst, gegen ihn zu kämpfen. Coach Javier Mendes sagt, dass die meisten Kämpfer der UFC Islam Makhachev als einen harten Kampf betrachten. Ehemaliger UFC-Leichtgewichtskämpfer Paul Felder sagt, dass er Angst hatte, gegen Islam Makhachev anzutreten, als sich ihm die Gelegenheit geboten hat. Islam Makhachev ist einer der besten Grappler in der UFC. Es macht nur Sinn, dass Islam als einer der besten Grappler angesehen wird und so oft mit Khabib verglichen wird. Seine Takedown-Genauigkeit ist die höchste in der Leichtgewichtsklasse mit 68%. Hier kommen nicht mal andere Grappler wie Charles Oliveira oder Tony Ferguson ran. Okay, jetzt kommt's. Islam ist der am wenigsten getroffene Kämpfer in der UFC-Geschichte. Mit 0,77 absorbierten Schlägen pro Minute hält er die seltene Auszeichnung, der am wenigsten getroffene Kämpfer in der UFC-Geschichte zu sein. Hier ist Makhachev kilometerweit vorne gegenüber anderen UFC-Champions wie Israel Adesanya, Charles Oliveira und sogar Kamaru Usman. In seinem letzten Kampf hat Islam Drew Dober in der dritten Runde submitted, nachdem er insgesamt 102 Schläge und 3 Takedowns gelandet hat. Makhachev hat nicht umsonst den zweitlängsten Winning Streak in der UFC Leichtgewichtsklasse. Nur einer übertrifft diesen und das ist der Leichtgewichtschampion Charles Oliveira persönlich mit 10 aufeinanderfolgenden Siegen. Der nächste Sieg, der Kampf also am Samstag, könnte Islam Makhachev auf das nächste Level und auf ein Level mit dem Champion Charles Oliveira stellen. Meine persönliche Meinung ist, ich hätte den Kampf gegen Beneil Dariush übelst gerne gesehen. Aber ich finde, Bobby Green ist auch kein schlechter Gegner. Es wird definitiv ein guter Kampf werden. Wir dürfen gespannt sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, bleibt auf dem Laufenden und wir sehen uns das nächste Mal.